Im heutigen Video zeige ich euch, wie ich diese Wurmkiste gebaut habe. Folgendes: Ich möchte gerne eine Wurmkiste bauen. Und da habe ich mir jetzt schon so die ersten Gedanken gemacht. Es gibt ja ganz simple Konstruktionen, einfach nur, ich sag mal, eine Holzkiste, wo in der Mitte so ein Draht mit einem Rahmen reingelegt wird, dass man quasi die rechte Seite erst befüllt und wenn das dann soweit kompostiert ist, dann die Würmer in die linke Hälfte lockt, damit sie dann da weiter fressen und man die rechte Seite schon mal entleeren kann und den Wurmkompost nutzen kann. Dann gibt es ja die etwas komplexeren Varianten, die man sich eben selber auch bauen kann, die man aber auch oft zu kaufen bekommt, wo man mehrere Etagen hat und ganz unten hat man einen Behälter, in dem sich der Wurmtee sammelt. In so einer Holzkiste, so einer normalen Konstruktion, wird ja einfach nur diese Flüssigkeit, die überschüssige, die wird ja durch das Holz gehen und das Holz natürlich auch ordentlich aufquellen lassen. Ich möchte den Wurmtee gerne auffangen und nutzen, damit ich nicht immer nur Schwarztee mit Milch trinken muss. Und ansonsten möchte ich gerne, ich überlege gerade noch, das wird, ich sag mal, ein Prototyp. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt einfach nur das hier als Auffangbehälter mache und in die Kiste integriere. Oder, also ich habe von diesen Kisten mehrere. Ich habe mir die auch für die Aufzucht der Jungpflanzen, da stelle ich dann immer die Töpfe rein. Und sobald ein bisschen Wurzelwerk gebildet wurde, gieße ich nur noch in dieses Fass, damit oben gar nicht mehr so viel Feuchtigkeit hinkommt und Trauermücken so ein bisschen eingedämmt werden. Auf jeden Fall davon habe ich einige Kisten und ja, man könnte die auch gut stapeln und dann natürlich so ein richtiges Produkt herstellen, welches man ja auch im Laden kaufen kann mit mehreren Ebenen. Ich überlege aber, ob ich das für den ersten Prototyp lasse. Ich habe mich viel belesen im Bereich Wurmkompost und bin da sehr angetan von und ich könnte mir vorstellen, das wird jetzt halt der Prototyp und dann wird es nicht dabei bleiben, dass ich mir im Kleingarten wirklich eine kleine Wurmfarm aufbaue. Ich möchte jetzt auf jeden Fall erstmal so einen Prototyp bauen. Und bevor wir jetzt hier weiter filmen, werde ich noch ein bisschen brainstormen und Schwarztee trinken. Ich habe mich jetzt entschieden, die Kiste 30 cm hoch zu machen. Jetzt ist es wirklich ein ganz toller Zufall. Diese Platte, die ich mir da gekauft habe, die schließt so ziemlich mit dem Kasten ab. Das heißt, da muss ich an den Seiten wahrscheinlich gar nicht wirklich was machen. Und dann habe ich einfach die Höhe von 30 cm gewählt, weil dann circa 20 cm übrig bleiben, wenn ich die Wurmtee-Auffangschüssel mit reinpacke. Und 20 cm sind ziemlich optimal, weil Kompostwürmer dringen nicht unbedingt in tiefere Schichten. Es sei denn, Gefahr droht, Kälte, Tiere, was weiß ich was. Ansonsten, ihre Arbeit verrichten die so in bis zu 20 cm Tiefe. Deswegen denke ich, alles andere ist übertrieben. Ich habe mich jetzt beim Brainstormen dafür entschieden, keine weitere Ebene reinzubauen. Also der Prototyp wird jetzt mit einer Ebene angefertigt. Und wenn das Ganze gut funktioniert und mir gut gefällt, wenn die Ergebnisse stimmen, werde ich da sicherlich nochmal eine weitere Kiste bauen oder weitere Kisten. Das wird man dann sehen. Ich kann es gerade noch nicht glauben. Das ist ganz gerade. Das wird nicht zum Rest der Parzelle passen. Ich teile mal eben meine Überlegung mit euch. Und zwar ist jetzt der Plan: Dieser Kasten wird natürlich oben mit einem Deckel verschlossen, den man dann aufklappen und zuklappen kann. Dann kommt hier natürlich noch von innen ein Rahmen rein, auf den ich ein Gitter lege und dann noch irgendwie so Fliegengitter oder irgendwie sowas, damit die Würmer nicht in den Tee fallen, also in den Wurm, ins Wurmgesöff, das Wasser, was da unten abfließt. Das heißt, hier wird dann die Ebene eingerichtet, wo der Kompost, also die Abfälle, hinkommen. Hier vorne habe ich jetzt ein kürzeres Brett geschnitten. Das kommt natürlich dann so dran, dass hier unten ein Freiraum ist und ich die Kiste komplett rausziehen kann. Da mache ich dann noch ein Stück Holz mit einer Klappe vor, auch nochmal ein Scharnier hin, damit ich das auf- und zuklappen kann. Und das ist so der grobe Plan jetzt erstmal.
Schleifen nicht vergessen. So sieht die Kiste jetzt aus. Hier soll dann die Wanne eingeschoben werden und wir testen das Ganze mal. Das sieht gut aus. Der nächste Schritt wäre dann, hier noch das passende Brett vorzusägen, was ich dann mit so kleinen Scharnieren dann auf und zu klappen kann. Und dann natürlich noch eine Platte oben und eine Platte unten drunter. Ich habe jetzt leider das Problem, das Brett, was ich mir noch geholt habe, ich könnte entweder so die Ober- und Unterplatte quasi ausschneiden. Also da hätte ich dann auch genug Platz für beide. Das Problem ist, bei beiden fehlt dann wirklich so ein Stück. Und so ein Stück zusätzlich da noch dran machen, ich finde, das sieht doof aus und ist wahrscheinlich auch ein bisschen instabil. Vielleicht auch nicht, vielleicht wäre es sinnvoller, das so zu machen. Ich habe mich jetzt aber umentschieden, das tatsächlich so zu machen, dass ich hier den Deckel wirklich als ein großes Stück habe. Der wird ja auch auf- und zuklappbar sein. Das heißt, dann habe ich da wirklich ein Ding. Und beim Boden gucke ich dann, ob ich einzelne Bretter rausschneide. So mache ich es jetzt. Ich habe jetzt die Kiste von innen nochmal geleimt, nachdem ich alle Seiten angebracht habe. Auch hier die Klappe, das Einschubfach für die Wanne. Und der nächste Schritt, den ich jetzt angehe, ist, ich habe hier vorgezeichnet, so viereckige Belüftungslöcher, weil rund sägen kann ich nicht wirklich gut. Deswegen, ich habe auch keine so größeren Bohrer, womit ich direkt runde Löcher reinmachen könnte. Ich mache es einfach so, das passt ja auch. Da werde ich dann natürlich noch was vormachen. Dann gibt es ja so ein Fliegengitter, so ein Fliegendraht. Ja, kann man sich vorstellen wie Hasendraht, nur halt so engmaschig wie ein Fliegengitter, was man so vor dem Fenster hat. Daraus werde ich wahrscheinlich auch dann den Boden machen, der über der Wanne ist, wo dann die Würmer draufkommen. Da mache ich jetzt mit weiter. Gerade nochmal ausgeschliffen. Ist natürlich nicht so gerade, wie ich es gerne hätte. Aber es ist okay. Kann man machen. Die Kiste ist fertig. Das Einzige, was noch dazu kommt, das erzähle ich euch zum Schluss. Und zwar, ich habe jetzt ein paar Sachen anders gemacht als geplant. Erstmal, ich hatte noch so ein, ja, so gegen Kohlfliegen und so hatte ich noch so ein Gemüsenetz. Da habe ich einfach ein Stück abgeschnitten und habe dann von innen quasi das Netz davor getackert mit so einem Holztacker. Dann zeige ich euch mal, wie ich das hier gemacht habe. Ich habe jetzt einfach, weil das perfekt passte, habe ich, statt dass ich so ein Fliegengitter, wie ich das vorhin gesagt habe, dass ich das da benutze für die Schicht, wo die Abfälle reinkommen und die Kompostwürmer, habe ich jetzt nochmal so eine Wanne genommen und mit einem Zweierbohrer ganz viele Löcher reingemacht. Da sollen noch wesentlich mehr Löcher dazukommen, aber irgendwie habe ich es geschafft, meinen Zweierbohrer abzubrechen. Da kommen auf jeden Fall noch mehr Löcher dazu, dass jegliche Flüssigkeit auch wirklich gut ablaufen kann. Ich glaube, das würde so noch nicht unbedingt reichen. Wenn ich merke, dass das nicht funktioniert, würde ich einfach nochmal was ausschneiden, was Größeres, und da dann nochmal so ein Netz reinlegen. Aber somit ist auch das Holz viel besser geschützt vor der Feuchtigkeit der Erde und allem. Deswegen lasse ich das jetzt mit dieser Wanne. Da zeige ich euch auch gleich, wie ich die eingesetzt habe. Die habe ich nicht einfach nur auf die andere gelegt. Also hier ist ja das Fach, um die Abtropfwanne rauszuholen und wieder reinzumachen. Wenn man jetzt hier guckt, da habe ich einfach, ich hatte nur so total fette Winkel übrig, aber dafür musste ich nichts bezahlen, weil ich es da eben noch hatte. Ja, die sind natürlich übertrieben groß, aber die halten das Ganze gut und ich hatte es eben noch übrig. Das heißt, die Wanne geht einfach eingesetzt. Hier sieht man auch noch mal von innen, da habe ich dieses Netz hier einfach reingetackert. Das hält ganz gut bisher. Ja, und hier kommt dann die Wanne rein, die Auffangwanne. Ups, für den Wurmtee. Dann wird das wieder verschlossen. Und
dazu. Ja, das ist soweit meine Wurmkiste, wie ich sie dann im Frühjahr jetzt einsetzen würde bald. Ihr könnt mir gerne ein bisschen was dazu sagen, ob ihr Verbesserungsvorschläge habt. Insgesamt, glaube ich, bin ich hier auf dem richtigen Weg. Ich habe mich ja auch im Vorfeld dazu belesen, habe mir ein schönes Buch geholt und auch auf YouTube viel geguckt. Deswegen glaube ich, dass ich eigentlich recht gut damit liege. Jetzt ist es folgendermaßen, ich überlege noch, wo ich die hinstelle. Wenn man sich letztes Jahr anguckt, also 2022, es war teilweise sehr heiß und ich glaube, die Würmer leiden ja bei über 30 Grad, ne, eigentlich schon ab 30 Grad geht es los, dass es denen zu warm wird. Deswegen überlege ich, dass ich die hinten unter meine Apfelbäume stelle, also da dahinter quasi. Da habe ich ja auch noch einen Komposter und durch die Verdunstung der Bäume und überhaupt den Schatten, den die werfen, ist es da im Hochsommer, glaube ich, immer noch sehr angenehm. Da ist es jetzt natürlich so, dass es unbehandeltes Holz und das wird wahrscheinlich in 2, 3 Saisons sonst vergammeln. Also ich würde es natürlich dann, die Würmer sollen ja auch im Winter überleben, deswegen würden die dann ins Gewächshaus kommen, wenn die Saison vorbeigeht, also zum Winter hin. Und für die Zeit, wo sie draußen sind, wo sie Wind und Wetter ausgesetzt sind, überlege ich jetzt. Ich habe noch vom Gewächshausbau, da habe ich ja diese Doppelstegplatten. Und ich habe hier ja schon so eine kleine Erhöhung und ich überlege, ich hätte mit Sicherheit in der fast passenden Größe, das könnte ich ja zurechtschneiden, noch ein Stück, was ich hier dann drauf machen würde. Auch nochmal mit diesen dicken Scheibenschrauben, mit dieser Gummierung, dass da kein Regen durchkommt, würde ich hier und da eine Schraube reinsetzen. Und dann wäre das, wenn ich das ein bisschen überstehen lasse zu allen Seiten, was ja kein Problem wäre, dann wäre es zumindest einigermaßen wind- und wettergeschützt. Damit von unten das nicht weggammelt, würde ich dann entweder tatsächlich noch irgendwelche Stelzen anbauen oder eben einfach, ich habe noch so viele Steine, so Steinplatten, dass ich das Ganze dann auf Steinplatten stelle. Ich glaube, damit fahre ich gut. Und ja, wie gesagt, im Winter kommt es dann ins Gewächshaus, da ist es dann auch geschützt. Ja, ich bin für Tipps und Anregungen immer zu haben. Ciao.